Sie sind wie wir, doch sind sie es nicht gerne. Sie machen sich nicht gern mit uns gemein. Sie schikanieren uns lieber aus der Ferne und wollen gleich nur unter ihresgleichen sein. Wir zahlen Steuern und sie setzen ab. Wir legen Hand an und sie spekulieren und halten unsere Ängste klug auf Trab, damit wir nichts kapieren beim Verlieren. Ja, hallo zusammen. Ich freue mich heute sehr, Alexis Passarakis hier in Augsburg begrüßen zu können. Alexis arbeitet mit in der Projektgruppe Eurokrisen bei ATTAC. Er ist auch im bundesweiten ATTAC-Rat und war im Koordinierungskreis auch immer wieder mit für Finanzfragen verantwortlich. Er hat sich auch in letzter Zeit immer wieder intensiv damit beschäftigt und war auch eingeladen für ATTAC in verschiedenen Fernsehrunden, wie zum Beispiel bei Albert Illner oder auch bei SAT3 oder auch in der Phoenix-Runde zu sprechen. Also insofern ist es mal heute ganz interessant, mit ihm hier direkt vor Ort zu diskutieren über die Frage Finanzkrise und Eurokrise und gibt es ein Ende dieser Krise? Alexis, mir würde einfach mal interessieren, du warst ja in letzter Zeit jetzt immer wieder auch im öffentlichen Bereich, in der öffentlichen Diskussion, wie war das für dich persönlich, dort mit den sogenannten Spezialisten und Fachkräften zusammenzusitzen, was hast du für einen Eindruck? Mein Eindruck ist, dass der größte Teil der deutschen Ökonomenzunft im Wesentlichen mit klassischen neoliberalen Konzepten in dieser Krise weiter agiert und damit eine Politik verfolgt, die die Krise weiter verschärft. Allerbestes Beispiel dafür, das sind diese sogenannten Sparpakete, die eigentlich Kürzungspakete sind, die den Ländern, insbesondere in Südeuropa, auferlegt werden. Und damit werden diese Ökonomien in eine Rezession hineingedrückt und die Wahrscheinlichkeit, dass diese Länder diese Schulden zurückzahlen können, noch viel, viel unwahrscheinlicher wird. Also es ist eine groteske Politik, dass man auf der einen Seite sagt, die Länder sollen die Schulden bezahlen, auf der anderen Seite drückt man sie in eine Rezession hinein, nimmt Kaufkraft aus der Volkswirtschaft, drängt Löhne zurück. Und das vertieft die Rezessionsspirale. Griechenland zum Beispiel hat seit Ausbruch der Weltwirtschaftskrise eine Einbuße von 12% gehabt beim Bruttoinlandsprodukt. Aber es ist völlig klar, dass Griechenland aus der Krise nicht herauskommen möchte. Und gerade deutsche Ökonomen sind Weltmeister darin, diese groteske und würde ich sagen teilweise wahnhafte Politik weiter zu empfehlen. Wie siehst du die Konsequenzen aus Rettungsschirm und aus dem, was auf uns zukommt? Nun, mein Eindruck ist, dass dieser Rettungsschirm, dieser sogenannte EFSF, nicht dazu dienen kann, diese Krisenspirale zu stoppen. Dafür ist es nicht das richtige Instrument, sondern das wäre die Europäische Zentralbank, die Staatsanleihen aufkaufen müsste in einem viel größeren Maßstab, um auch diese Länder unabhängig zu machen von den Kapitalmärkten. Das ist ein ganz entscheidender Punkt. Die Europäische Zentralbank könnte diese astronomischen Zinsen der Länder Südeuropas drücken. Und das wäre ein ganz wichtiger Schritt aus der Krise hinaus. Fatal an diesem EFSF ist, dass die Bevölkerung über die Steuersäckel damit in Haft genommen wird für die Aktionen der Banken. Weil letztendlich werden die Banken im Wesentlichen gerettet. Das Bankenproblem aber wird von den Regierungen nicht angegangen. Die Banken sind eigentlich so groß, dass sie eben Gesellschaften erpressen können. Man müsste sie zerlegen, man müsste sie zerkleinern. Das passiert aber nicht. Wenn die Rolle der Europäischen Zentralbank gestärkt wird, du hast es eben schon angedeutet, besteht da nicht die Gefahr, dass tatsächlich die Zinsen entsprechend für die Gesamtbevölkerung sozusagen im europäischen Durchschnitt steigen und ist nicht die zweite Gefahr auch der Inflation damit verbunden, indem ja möglicherweise neues Geld gedruckt werden kann, um genau die Defizite in den öffentlichen Haushalten in Europa auszugleichen? Zunächst mal die Aufgabe der Europäischen Zentralbank wäre es, die Zinsen zu drücken, damit sich die Länder wieder günstig refinanzieren können. Und das könnte die Europäische Zentralbank auch tatsächlich tun. Und ich denke, sie wird es auch auf einem gewissen Zeitpunkt tun. Sicherlich, die Europäische Zentralbank wird
Geld drucken, wie es so schön heißt, um aus dieser Krise hinauszukommen. Das bedeutet aber nicht automatisch, dass es eine Hyperinflation geben wird. Also dieser Zusammenhang von Erhöhung der Zentralbank, Geldmenge und Hyperinflation, so wie er in Deutschland immer hergestellt wird, gerade von deutschen Ökonomen, auch deutschen Politikern, der existiert in Wahrheit so nicht. Die Dynamik zur Zeit, die wir haben, ist eine deflationäre Dynamik, weil die Leute so wenig Geld in der Tasche haben. Und wenn die Europäische Zentralbank aktiver würde, würde nicht bedeuten, dass eine Inflation entstünde. Warum sagen das aber Ökonomen und viele deutsche Politiker? Die sagen das deshalb, weil sie nicht wollen, dass die Europäische Zentralbank wirklich aktiv wird, weil man dann die Finanzmärkte sozusagen raushält, tendenziell zumindest aus dem Spiel der Staatsfinanzierung, und damit die sogenannte Disziplinarwirkung der Finanzmärkte auf Staaten aufgeweicht wird, was ja nichts anderes bedeutet, Disziplinarwirkung, als dass man eben Sozialprogramme kürzen muss, wenn die Finanzmärkte es sozusagen verlangen. Eigentlich besteht da kein Zusammenhang zwischen der Zentralbankgeldmenge und der Hyperinflation so direkt, aber es wird immer behauptet. Innerhalb von ATTAC wird teilweise im Moment diskutiert, ein Gesamtkonzept zu entwickeln. Also nicht nur in Bezug auf die Situation in der Bankenkrise, sondern insgesamt als Antwort auf die Krisenentwicklung des gesamten Finanzkapitalismus oder der gesamten kapitalistischen Gesellschaften. Wo siehst du da einen Ansatzpunkt, einen zentralen Ansatzpunkt? Also zunächst mal, diese Krise, diese Weltwirtschaftskrise, wie sie sich ab 2007, 2008 entfaltet hat, der liegt zugrunde im Wesentlichen an Umverteilungsproblemen. Auf den Finanzmärkten gibt es enorme Mengen von fiktivem Kapital, die einer Realwirtschaft gegenüberstehen, die überhaupt nicht über dieses Wertschöpfungspotenzial verfügt, um diese Renditeansprüche des fiktiven Kapitals zu befriedigen. Das heißt, diese Weltwirtschaftskrise ist im Wesentlichen ein Reichtumsproblem, weil es eben diese konzentrierten Vermögen gibt in diesen sogenannten Finanzblasen. Und das wäre einer der zentralen Ansatzpunkte, dass man diese Umverteilungspolitik von unten nach oben seit ungefähr Ende der 70er Jahre zurückdreht und damit das fiktive Kapital schrumpft. Das wäre ein ganz, ganz wichtiger erster Schritt, aber da sollte man im Wesentlichen ansetzen. Das würde ja auch bedeuten, dass aber dieser Umkehrprozess erkämpft werden muss. Der wird ja nicht geschenkt werden. Wie siehst du da die Möglichkeiten, auch angesichts neuer Bewegungen wie Occupy oder Echte Demokratie jetzt? Liegen dort Ansätze für eine neue internationale Bewegung, die das auch tatsächlich erreichen kann? Nun, es gibt einen neuen Bewegungszyklus und ich würde sagen, spätestens ab dem 17. Dezember letzten Jahres in Tunesien, als dort die Proteste losgingen, die dann nach Ägypten übergeschwappt sind. Und diese Taktik der Platzbesetzung, wie auf dem Tahrirplatz, ist ja dann in Spanien übernommen worden, auch in Griechenland auf dem Syntagmaplatz in Athen, ging dann nach Israel und dann in die USA. Das heißt, es gibt einen Bewegungszyklus. Es sind sehr mutmachende Anfänge. In einigen Ländern, zumindest in den USA, wurde die öffentliche Debatte auch tatsächlich durch diese neue Bewegung verändert. In vielen anderen Ländern steht noch einiges bevor, denke ich. Also der Druck ist bisher nicht so groß, dass tatsächlich die Kräfteverhältnisse sich substanziell verändert haben. Aber diese Weltwirtschaftskrise geht weiter und Gesellschaften sind dadurch in Bewegung gekommen. Und deshalb bin ich optimistisch, dass wir da noch einige Schritte machen werden in der nächsten Zeit. Würde es auch bedeuten, dass in den einzelnen Ländern, wie wir solche Ansätze ja sehen, in Griechenland und auch zum Beispiel jetzt jüngst in Portugal, wo Generalstreiks durchgeführt wurden, um gegen den Sozialabbau und die soziale Umstrukturierung anzukämpfen, wären das auch weitere Möglichkeiten von Aktionsformen, also gesamtgesellschaftliche Gruppen zusammenzubringen? Sicher, um Gesellschaft zu verändern, braucht man auch eine kluge Bündnispolitik und Gewerkschaften gehören sicherlich dazu. Heute zum Beispiel gibt es einen großen Streik im öffentlichen Dienst auch in Großbritannien. Und überall dort, wo auch diese sogenannte
echte Demokratie jetzt Bewegung oder Occupy Bewegung stark ist, kommt es auch zu engeren Kontakten zwischen dieser Bewegung und Gewerkschaften. Und ich denke, das ist sehr, sehr fruchtbar. Am 12. Dezember zum Beispiel wird es große Proteste geben an der Westküste in den USA, auch Hafenblockaden. Und auch hier arbeitet die Occupy Bewegung mit Gewerkschaften zusammen. Könnte ATTAC die immer viel diskutierte Scharnierfunktion zwischen diesen einzelnen Bewegungen nach deiner Meinung nach einnehmen? Sicherlich, ATTAC ist ein Akteur, der das mit übernehmen könnte. Was allerdings in Deutschland der Fall ist, ist, dass diese Occupy-Bewegung nur in ganz seichten Ausläufern letztendlich hier angekommen ist. Es hat noch keine starke Substanz. Das heißt, dass wir durchaus auch ein bisschen noch dafür arbeiten müssen, dass diese Dynamik größer wird. Und dann kann diese Rolle tatsächlich fruchtbar sein. Wo siehst du eigentlich die positiven Seiten, aber auch kritische Seiten dieser neuen Bewegung? Kritische Seite will ich ein Beispiel nennen. Auch hier in der Region sind es vielfach nationale Sozialisten, die sich in diese Bewegung mit einbringen wollen und dort versuchen, eben mit klassischer Globalisierungskritik, sage ich jetzt mal, zu punkten, gleichzeitig aber natürlich diese nationalistische Wendung immer wieder mit reinbringen, um das deutsche Kapital und die deutsche Nation zu stärken. Also das wäre die eine Frage, wie kann man sich wappnen gegen über diesen Infiltrationsversuchen? Und zum Zweiten, ist jetzt diese neue Form von Bewegung jetzt im positiven Sinn vielleicht auch ein Zeichen, dass alte Organisationsmuster der Vergangenheit angehören? Also zum einen, also ich höre das zum ersten Mal, dass es tatsächlich konkrete Versuche gibt, von faschistischen Akteuren Land zu gewinnen in dieser Bewegung. Bei den Gruppen, die ich bisher kennengelernt habe, Düsseldorf, Frankfurt, Berlin, ist das nicht der Fall. Wie man sich dagegen wappnen kann, man kann sich einmal sehr, sehr deutlich positionieren, dass Rassismus und Faschismus nichts zu suchen haben in dieser Bewegung. Und das haben die Akteure in Frankfurt und Berlin auch gemacht. Gleichzeitig ist es klar, dass es eine internationale Bewegung ist und damit auch eine internationalistische Bewegung, die eben eine solidarische Weltwirtschaft möchte und eine solidarische Politik. Und allein das ist eigentlich Argument genug, um klar sich zu positionieren und solche Akteure rauszudrängen und sich von ihnen scharf abzugrenzen, was unbedingt notwendig ist. Zum Zweiten, was die Organisationsform angeht, die Form der Organisierung der Occupy-Bewegung ist eher schwarmartig. Also es kommen sozusagen viele Individuen, Personen zusammen. Es gibt weniger diesen Netzwerkcharakter aus bestehenden Organisationen, Gruppen oder Strukturen. Ich denke, das ist erstmal sehr, sehr fruchtbar, weil damit dieses Argument, wir sind die 99% gegen diese 1%, erstmal untermauert wird. Natürlich ist es aber auch andererseits eine gewisse Selbstillusion, dass man tatsächlich diese 99% umfassen kann. Also es ist erstmal eine nützliche Selbstillusion. Gleichzeitig, muss man diese Illusion auch hinterfragen und dann natürlich konkret tatsächlich schauen, mit welchen Organisationen kann man wie zusammenarbeiten. Und ich denke, da brauchen unterschiedliche Organisationsformen, unterschiedliche Organisationskonzepte, weil ja auch die Gesellschaft aus verschiedenen Milieus, Strukturen besteht. Das kann man nicht alles unter einen Hut kriegen, auch wenn diese Behauptung, wir sind die 99%, glaube ich, erstmal sehr spannend ist. So. Vielleicht zum Schluss noch ein Ausblick auf das nächste Jahr, weil ja innerhalb von ATTAC, aber auch den anderen sozialen Bewegungen diskutiert wird, europaweite Aktionen entweder dezentral oder auch miteinander zielgerichtet durchzuführen. Welche Möglichkeit siehst du da? Also am 15. Oktober diesen Jahres gab es den ersten globalen Aktionstag dieser Bewegung, die erste globale Zuspitzung, ein großartiger Erfolg. Ich bin mir sicher, dass weitere Folgen werden. Es gibt einige, die schlagen den 15. Januar gerade vor als Aktionstag. Finde ich etwas verfrüht, aber trotzdem denke ich, da auch wird es Aktionen geben. Ich denke, dass so Richtung März, Richtung April, Richtung Mai es nochmal zu größeren Mobilisierungen kommen wird. Und in unterschiedlichen Netzwerken wird es gerade diskutiert. Man wird sehen, was dabei herauskommt, aber ich glaube, dass man es auch braucht, gerade auch um gegen den Nationalismus, der in dieser Krise mehr Boden zu Gewinn scheint, dagegen anzugehen. Deshalb sind europäische Mobilisierung sehr, sehr wichtig. Okay, ja, guten Aufenthalt hier in Augsburg, Alexis. Dankeschön. Ja, danke.